bald werden sie kommen. Erst das Bombardement, dann Massen von Infanterie. Aber unsere Bunker werden uns beschützen. Wir haben 3 Verteidigungslinien, jeweils 5 Kilometer voneinander entfernt. Religiöse Seelen stellen sich die Hölle als flammendes Inferno mit glühender Kohle und extremer Hitze vor. Die Soldaten, die im Schnee an der Ostfront kämpfen, wissen es besser. Am Horizont ist wieder ein russisches Flugzeug aufgetaucht. Wir haben sofort das Feuer eröffnet, aber es hatte offenbar genug gesehen und drehte ab. Und wieder wurde unsere Stellung kurz darauf mit Granaten beschossen. Soldaten, Befehle von General Brusilov. 4 Einsatzziele. Als erstes müssen die galizischen Felder besetzt werden. Nach diesem Erfolg rücken wir zu den Windmühlen vor und sichern die Verehia-Kreuzung. Von dort marschieren wir durch das Niemandsland und attackieren ihre Gräben. Danach müssen wir nur noch das Gehöft Melnik erobern. Es wird Zeit, dass dieses Tal wieder russisch wird. Seid tapfer, dann wird der Sieg unser sein. Не спать! Смотри! Штурмовик! Пишем вражеского разведчика! Засек штурмовика неприятеля!
человечек! Видишь? Вражеский разведчик! Вот там! Нужен медик. Вижу штурмовика противника. Уходим, пошли! Thank you.
Вражеского разведчика! Там пулеметчик! Там их разведчик! Так,
Берегись! Вижу медика! Вражеский разведчик! Смотрим в оба! Тут разведчик фрицев! Просыпаемся! Штурмовик! Вижу штурмовика Фрица! Это штурмовик противника! Пулемет! Фрицы! Противника! Это штурмовик противника! Selbstaufopferung und euer Mut sind beispielhaft für alle Streitkräfte der Entente. Das Habsburg-Ungeheuer ist auf dem Rückzug. Mit präzisen Artillerieangriffen und methodischem Einsatz von Schocktruppen gelang es der Brusilow-Offensive, zahlreiche Abschnitte der Ostfront zu durchbrechen. Um einen vollständigen Zusammenbruch ihrer Armeen und damit des Reichs zu verhindern, musste Österreich-Ungarn den russischen Vormarsch aufhalten, bis die deutschen Truppen aus Westen eintrafen.
Eine dieser entscheidenden Schlachten sollte sich in Colomia ereignen.